Hallo, ich bin's, der Blumenmann. Happy Birthday zu 40 Jahren. Und ja, was wollen wir heute machen? Wir machen eine Blumentorte auf diese wunderschöne Schale, auf diese wunderschöne Platte. Ja, dazu brauche ich auserwählte schöne Blüten, Schleierkraut, Rosen, Phlox, Nelke. Ich nehme aber auch eine schöne Phalaenopsis-Pflanze rein. Ich habe Kottenbasch und ja, natürlich brauche ich auch was zum Umranden unserer Torte und dazu habe ich so wunderschöne Aspidistria-Blätter. Ja, wir starten einmal mit dem Unterbau. Muss ich mir gut überlegen, welche Größe machen wir da, welche Maße und welche Schnitte müssen wir machen. So. Schauen mal, sieht schön aus von der Proportion her. Ich denke, das passt. Oben da in der Ecke haben wir da noch eine etwas zu große Stelle. Und nun schnappen wir uns mal das Aspidistria-Blatt. Die sind da schon etwas gelblich. Das ist manchmal saisonbedingt ein wenig ein Problem. Können wir auch problemlos lösen, indem wir da einfach die Ränder schön reinlegen. Das ist die Gewalt, die so ein Stiel hat, wenn man da ein Aspidistria-Blatt reinnimmt und uns gleich schon mal das Oasisstück wegspreizt. Ich nehme noch ein drittes Blatt rein. Und so haben wir eine schöne runde Torte einmal. Ups. Wenn es dann drin bleibt. Du siehst, da ist wirklich alles etwas Freestyle. Ich nehme da mal noch ein wenig Draht.
So, nun steht die Torte bereit. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir da schön kompakt mal da die Blumen reinmachen. Hier ist wichtig, dass wir so eine schöne, flache Form hinkriegen. Nicht, dass wir da irgendwie das Gefühl haben, wir wollen da irgendwie eine spannende Form hinkriegen, sondern ganz wichtig ist, dass wir hier jetzt eine schöne Fläche arbeiten. Also das heißt, dass wir eigentlich die Torte, die Form schön adaptieren und arbeiten. Die Fläche machen. Je nach Saison, je nach Möglichkeiten kann man da auch Grün reinmachen. Ich mache es jetzt da mal gänzlich ohne Grünmaterial oder versuche es jedenfalls mal ohne Grünmaterial, dass wir wirklich einen schönen Blumenteppich bekommen. Noch ein wenig zu veredeln, exklusiv zu machen. Zu viel zu hoch. Die hat dann die ganze Form zerstört. Das ist ja immer schade. So, dann haben wir da unsere Blumentorte auch kreiert. Dann haben wir ja jetzt da noch die Zahlen, die wir da anständig integrieren wollen. Ich habe da vorbereitet ein Stück Draht noch, damit wir sicher gehen können, dass ich habe da vorbereitet noch ein Stück Draht. Das legen wir da mit diesem Klebeband fast ein wenig. Das ist so guter Kohl, sagt man dem auch rein. Verlängern so diese Zahnstocherart. Machen dann das 4 und 0, die 40 in diese Torte rein. Ja, ich hoffe, es
es hat dich inspiriert, es hat dir gefallen und dir Spaß gemacht, hier bei mir zuzuschauen, beim Blumenmann, bei dieser Blumentorte in zartrosa Weiß auf einem Plateau. Und wenn es dir gefallen hat, dann drückst du jetzt deinen Daumen nach oben, du lässt deinen Kommi da und abonnierst natürlich den Kanal vom Blumenmann. Sag einfach wieder Tschüss und weg, bis zum nächsten Mal wieder.